Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Ausgepackt aus dem Hause Modellbau König. Heute präsentiere ich euch das Schmuckstück hier aus dem Hause Tacom. Hat auch einen relativ kurzen Namen, SMK. Ich musste erstmal googeln, was SMK heißt und wofür das steht. Habe ich mir aufgeschrieben, ich muss also ein bisschen spieken. Für Sergei Miranovich Kirov. War ein Kommunist, hat das Ding mit designt und daher der Name. Ganz kurz noch, der Panzer wäre fast in der Versenkung der Geschichte oder der Geschichte der Panzerentwürfe verschwunden, wenn daraus nicht sich später die KW-Reihe abgeleitet hätte vom Fahrwerk. Ja, erzähle ich mal ein bisschen was zum Bausatz. Sind insgesamt 10 Spritzlinge enthalten. Ätzteile sind dabei, erfreulicherweise wieder Kupferkabel. Umso bessere Bearbeitung und Anwendung für uns. Es sind 4 Bemalungsvorschläge dabei, 3 fiktive und ein tatsächlicher, nämlich ein Exemplar wurde eingesetzt im finnischen Winterkrieg, erzähle ich euch aber gleich mehr von. Ja, 15 Baustufen haben wir und ich würde euch einfach mal einladen, mit mir zu folgen, einen Blick ins Innere zu werfen. Wie mittlerweile ja schon bei uns etabliert, fangen wir erstmal mit dem Papier an. Da haben wir auf der ersten Seite erstmal ein bisschen was auf Englisch zur Geschichte dieses Network-Panzers. Auf der zweiten Seite starten wir hier mit den Verarbeitungshinweisen, was man beachten sollte. Dann folgt die Übersicht der einzelnen Teile, die enthalten sind. Die Deckel sind aufgeführt, Ätzteile, das Kabel ist erwähnt und so weiter und so fort. Dann die einzelnen Baustufen. Da spule ich jetzt einfach mal ein bisschen vor. So, und zwar kommen wir dann von der Firma Armor of MIG ausgearbeiteten Farbprofile. Sage ich gleich vorweg, sind Mumpitz. 3 davon gab es nie. Es wurde nur, ich glaube, einer gebaut, zwei gebaut und einer von ist gleich Schrott gegangen. Anderer wurde im Winterkrieg im Finnischen eingesetzt, 1940. So, das ist nämlich die Variante hier. Und die anderen entspringen der Fantasie von Amig. Macht aber trotzdem nichts, ist ein interessantes Fahrzeug, was wir hier sehen. Und vor allen Dingen ist es ein Meilenstein in der Panzerbaugeschichte, nämlich das Fahrwerk war der Pate für so manch bekannten anderen sowjetischen Kampfpanzer der schweren Klasse. Und deswegen ist es schon mal ganz wichtig, dass Tacom diese Lücke nun schließt. Okay. Kommen wir nun zum Kunststoff. So, da fallen uns auf jeden Fall die schönen Details wieder ins Auge. Bei den Baustufen hier vorne können wir das schön sehen, dass hier sogar an die Linien gedacht worden sind vom Schweißen. Dann haben wir hier die einzelnen Punkte für die Befestigung. Das Ganze ist schön gearbeitet. Man sieht auch schön, dass die Form hier gut beachtet worden ist. Das gleiche haben wir hier beim Bug. So, ich drehe das Ganze mal um. Erfreulicherweise sind sämtliche Angussstellen und Auswerfermarken so, dass man sie hinterher nicht sieht. Die Verarbeitung beschränkt sich dann natürlich hier auf ein Minimaß, müssen natürlich hier dann links und rechts abgetrennt werden. Das sollte aber nicht weiter schlimm sein. Schönes scharfes Skalpell, ein bisschen nachgeschliffen, fertig. So. Um dann mal zu sehen, wie groß und dimensioniert dieses ganze Fahrzeug ist. Ich lege mal meine Hand dazwischen oder davor, beziehungsweise daneben. So, also es ist schon ein gewaltiger Panzer. Schön erkennen kann man hier die Aufnahme für den Hauptturm, dann hier für den Nebenturm. So, dann haben wir hier die Motorlüftung, die sind sehr schön wiedergegeben, die Lüfterrippen. So, ärgerlicherweise muss ich mal ein kleines Negativbeispiel hier aufführen. Hier haben wir so ein ganz kleines Auswerfermärkchen, genauso wie hier. Ist jetzt nicht so schön. Allerdings auch keine Stelle, wo man sagt, oh mein Gott, da komme ich nicht ran. Lässt sich wunderbar wegarbeiten und wegschleifen natürlich. Ne? So, die Details wissen auch hier sehr zu überzeugen. Eventuell könnte man sogar noch ein bisschen die Oberfläche nachbearbeiten, die war doch bei den Sowjets sehr rau. Die wurde nicht wie bei den Deutschen nochmal nachbehandelt, großartig. So, hier haben wir das Innenteil. Nichts Aufregendes, verschwindet dann ja eh. Dann die Seitenteile.
von vorne. So, und einmal gedreht von hinten. Nichts großartig zu sehen, muss ja auch noch angeklebt werden. So, ja, der Turm kommt zweiteilig daher. Den haben wir hier. Mit der zur damaligen Zeit typischen, mit dem Seeschlitz hier. Dann hier der Pistolenfropf für die Nahverteidigung, den haben wir hier. Dann ist hier die Frontblende, kann man hier schön erkennen. Ja, auch typisch sowjetische Bauart. Der kleine Turm versteckt sich hier vorne. So. Und besonders erwähnenswert haben wir hier, dass das Kanonenrohr oder beide Kanonenrohre wieder wunderbar hohl gegossen worden sind durch das sogenannte Slide-Mode-Verfahren. Dann hier auch die Aufnahmen für die Abschleppösen. Sehr schön wiedergegeben und gemacht. So, dann meckere ich mal wieder auf ganz hohem Niveau. Hier haben wir das schwere MG. Das müsst ihr auf jeden Fall vorne aufbohren. Das ist hier nämlich leider verschlossen. Positiv möchte ich hier wieder erwähnen, dass die Kühlrippen von dem MG, ich hoffe, man hört das so ein bisschen, dass die hervorragend wiedergegeben worden sind, sehr maßstabgetreu. So, dann haben wir hier das Unterteil. Die seitlichen Fender haben wir hier. Auch hier fällt uns eine hervorragende Detaillierung ein. Wunderbar klar gegossen. Es sind ich konnte keine Verzüge feststellen. Keine Auswerfermarken an Stellen, wo sie nicht hingehören. So, von unten ist jetzt nicht so viel zu sehen, außer dass wir hier auch noch eine Detaillierung haben. Auch keine Selbstverständlichkeit, ist sehr schön gemacht. So, der Spritzling ist gleich dreimal vorhanden, beinhaltet immer den gleichen Inhalt und zwei Ketten. Ich zeige euch mal eine Vorder- und Rückseite im Vergleich nebeneinander. So, hier haben wir leider Gottes ein paar Auswerfermarken. Da werdet ihr um einen drumherum arbeiten nicht ganz rumkommen. Sie sind aber nicht so stark, also ein bisschen schleifen sollte das Ganze verschwunden sein oder nacharbeiten mit dem Skalpell. Die Kettenglieder sind sehr schön gemacht, kann man schön erkennen. Dankenswerterweise nur links und rechts angegossen, also abklippen, gegebenenfalls nacharbeiten, aneinander heim. Das ist sehr schön gemacht, finde ich. Besser auf jeden Fall als von anderen namhaften Herstellern. So, dann haben wir hier Teile für das Laufwerk. Der Spritzling hier ist dreimal vorhanden. Ich lege zweimal hin, damit wir eine Vor- und eine Rückansicht haben. Zeige ich euch das Ganze nochmal im Detail. Hier haben wir schon bereits ein zusammengeführtes Ersatzkettenglied. Dann haben wir hier nochmal ein hohlgegossenes, ein Schäkel, eine Kausche für das Abschleppseil. Dann haben wir hier die Laufrollen, haben wir hier Antriebs- und Spannrad sind vorhanden. Dann hier die Aufnahmen, die Arme hier. Das Typische, hier kann man schon erkennen, die typischen Anbauteile, die Verstärkung, eine Verstrebung hier, haben wir hier sehr schön, die auch bei der KV-Reihe oder KW-Reihe, je nachdem wie man spricht oder schreibt, dann verwendet worden sind. Auch hier fallen uns wieder feinste Details auf. Das Ganze ist sehr filigran ausgearbeitet. So, habe ich hier ein kleines Tütchen, ich habe das schon mal vorbereitet. Und zwar mit den Optiken, die sich dann allerdings auf die kleinen Sichtblöcke hier beschränken und ein Licht. Wer es ganz genau machen möchte, der kann hier nochmal Linien einritzen. Da war nämlich ein kleines, feines Linienmuster drauf. Ihr kennt das sicherlich noch von früheren Autos. Das ist allerdings auch schon ja, sehr schwer und nicht unbedingt vonnöten. So. Dann haben wir hier ein kleines, aber feines Kupferkabel. Ihr wisst ja, ich bin ein riesengroßer Freund von diesen Kupferkabeln. Die sind sehr bearbeitungsfreundlich, sehr bemalungsfreundlich. Und eigentlich sollte man das zur Pflicht eines jeden Modellbauherstellers machen, dieses Teil in die Bausätze zu packen. So, hier habe ich auch schon mal was vorbereitet. Und zwar ein Ätzteil genau, und zwar hinten für den Auspuff als Schutz.
Dieses Ätzteil ist klein und fein gearbeitet, ist super geätzt, man kann das wunderbar erkennen. Die Einzelheiten sind hier schön zu erkennen, sind sogar in 3D. Ich hoffe, man kann das gut hören hier. Hervorragend rausgearbeitet. Ist es auch nicht zu dick. Das heißt, man kann es sehr schön biegen und bearbeiten. So, weg mit dir. So, und zum Schluss haben wir hier die Dekels. Auch hier habe ich bereits etwas vorbereitet. Die Tüte schon mal eingerissen. Sehr vorbildlich, dass wir hier ein Stückchen Seidenpapier haben, um das Dekel zu schützen. So, dann hier die obligatorischen Sprüche und Durchhalteparolen nicht zu vergessen. Der rote Stern, eine taktische Nummer. Und das war's auch schon mit den taktischen Symbolen. So, ich hoffe, euch hat das Ausgepackt genauso viel Spaß gemacht wie mir. Über den Preis. Wir reden hier von 45 Euro. Und für diese 45 Euro bekommt ihr akkurat gegossene Spritzlinge in der richtigen Dimensionierung. Wir bekommen ein Ätzteil, ein Metallkabel ist dabei. Ja, nette Goodies. Die Ketten sind auch gut zu verarbeiten, ein bisschen Nacharbeitung. Und vor allen Dingen, es wird ein Meilenstein in der Geschichte des Panzerbaus wird hiermit geschlossen. Und vielen Dank, Takum, dass ihr euch dafür davon angenommen habt. Und von mir Daumen hoch und Kaufempfehlung meinerseits. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, euch beim nächsten Video wieder begrüßen zu können. Vielen Dank.